So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit dem Format eine Stunde lang und dieses Mal zu Hitman Absolution HD und zwar die PS4 Version. Es gibt ja schon Hitman 1, die Season 1, jetzt gerade gratis für PlayStation Plus im Monat Februar. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich zeige euch mal noch die anderen Hitmans, die es noch so gibt. Und das Coole ist jetzt, dass es auf PS4 jetzt auch Hitman Blood Money HD und Hitman Absolution HD gibt. Und die beiden Spiele sind in der Hitman HD Enhanced Edition enthalten. Die gibt es jetzt auf PS4. Das sind die beiden Vorgänger vor Hitman Season 1 und Hitman 2. Und die erzählen eben da auch die Geschichte von Agent 47. Ja. Hitman Absolution ist auch einer meiner Lieblingsteile, weil dieser Teil wirklich sehr viel auf Geschichte setzt und sehr viel auch über Agent 47 erzählt. Die Grafik und alles ist auch richtig, richtig cool und das Spiel ist, wie gesagt, auch wie die anderen Hitman-Spiele. Man spielt hier Agent 47, man muss Aufträge erledigen und ist auch natürlich immer noch der Auftragskiller, den man auch aus den anderen Spielen kennt. Und Hitman Absolution bringt eben einiges Neues mit sich, was die Reihe dann in eine neue Richtung gelenkt hat. Nämlich nicht nur, dass es mehr auf Geschichte setzt, sondern dass in den Levels und das, was man so machen kann, auch ziemlich viel Abwechslung gab. Ja, wir werden uns jetzt Hitman Absolution anschauen und ich werde dann, wie ihr es von mir kennt, wieder ungefähr ab der 30. Minute oder je nachdem, wann dann die Mission zu Ende ist, wieder zu euch sprechen und dann einiges zum Spiel wieder sagen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Hitman Absolution. Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner?
Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1: Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann sie sieht, verhaftet er sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Nähern Sie sich der Deckung vor ihm. In Deckung sind Sie für Ihre Gegner schlechter zu sehen. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Werfen Sie den Schraubenschlüssel auf die Eimer, um die Wache abzulenken. Um diese Einführung optimal zu nutzen, bleiben Sie unerkannt und töten Sie möglichst diskret. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder Sie selbst. Wenn Sie zielen, zielen Sie auf den Kopf. Erhöhen Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde.
Ich weiß, die Kundin will es so, aber deshalb muss ich es ja nicht gut finden. Schalten Sie den Wachmann vor Ihnen mit der Klavierseite aus. Wir haben kaum Zeit für... Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Der Container ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Hey, Kleiner, hast du mir einen Gefallen? Geh mal nach Hank. Alles klar. Oh, sei ganz normal, ja. An der Murmel. Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind? Ja, er hat ihn angefleht, dass er sich helfen lässt. Aber er will mit niemandem darüber reden. Ablenkung, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Sie haben die Wahl. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Schon gut. Von mir erfährt sie nichts. Ich drehe jetzt mal meine Runde. Gleich Sie wurden verhaftet. Laufen Sie nicht weg. Geben Sie vor, sich zu ergeben. Oder gehen Sie ruhig in einen abgeschiedenen Bereich und kümmern Sie sich dann um Ihren Feind. Sie haben sich gerade eine Menge Ärger erspart. Ihre aktuelle Waffe hat keinen Schalldämpfer und könnte Ihre Gegner alarmieren. Wieso benutzen Sie nicht Ihre schallgedämpften Silverballer? Ausschalten oder töten. Sie haben die Wahl. Auf alle Fälle wacht er nicht so schnell wieder auf. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position.
Alles klar. Schieß auf den Stinktier. Over. Benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang zu finden. Außerdem kannst du sicher sein, dass es ständig regnet. Kein Schwein deine Sprache spricht. Und das Hotel ein saftiges Drecksloch ist. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Feindes vorherzusehen. Der Job ist ungefähr so spannend, wie Farbe beim Trocknen zuzusehen. Aber wenigstens ist das Essen gut. Die Wache ist unterwegs zur Brüstung und kommt nicht. Waffen mit Klingen und Spitzen können mit tödlicher Wirkung geworfen oder zur Ablenkung benutzt werden. Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel. In das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Besorgen Sie sich eine Verkleidung. Sie sind jetzt als Gärtner verkleidet und dürfen sich im Gewächshausbereich frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Gärtner Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Tricksen Sie den Gärtner aus. Hey, was geht? Setzen Sie Instinkt ein, bis Sie im Haus sind. Hey, ich verschwinde lieber. Die Wachen dort vorne werden keinen Verdacht schöpfen, aber sie sollten die Augen nach anderen Gärtnern offen halten. Lassen seit wir hier sind. Keine Schule, keine Freunde, die sie besuchen. Schon komisch, oder? Irgendwie schon. Die Kleine ist süß, verstehe ich nicht falsch. Aber irgendwas stimmt nicht. Also, ich bin nicht unter Schock oder so. Und, was hältst du vom neuen Sicherheitschef? Die Wachen blockieren den Ausgang. Versuchen Sie, sie abzulenken. Toll, ganz toll. Irgendwann bringe ich diesen Fahrplan um. Die Wachen sind erledigt. Dadurch haben sie etwas Instinkt regeneriert. Die Wachen sind beschäftigt. Sie haben die Wahl. Ausschalten oder umgehen. Tja, ich wäre schon froh, wenn ich ein Dach über dem Kopf hätte. Keine Ahnung, auf wie vielen Sofas ich gepennt Leute habe. Am Leben zu lassen, ist sauberer, kann aber ihre Bemühungen erschweren, unentdeckt zu bleiben. Aber genau das macht den lautlosen Killer aus. Die Welt um ihn herum bleibt ahnungslos und unversehrt. Gut. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Birdwood. Und Victoria, bring sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen, der Agency und mir. Was? Sie macht Witze. Sind Sie sicher? Es ist kein Prostatakrebs? Ich könnte Sie küssen. Ich meine, das sind tolle Neuigkeiten. Oh Mann, super. Ja, danke, Doc. Ja.
Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Im Laufe des Spiels finden Sie Beweise. Entfernen Sie diese, um Wertungspunkte und Instinkt zu erhalten. Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Glück. Beeilen wir uns lieber. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Seine Zielperson während seiner Schicht verlassen. Egal warum. Jeder Verstoß zieht die sofortige Suspendierung nach sich. Eines verspreche ich euch. Wenn ihr das hier vergeigt, arbeitet ihr nie wieder in dieser Branche. Das wäre alles. Abtreten! Mit ins Grab nehmen, Mister. Aha. Ist es Salz? Nein, nein. Wofür halten Sie mich? Salz? Bitte. Ich, und das können Sie mir glauben, bin einer der besten Köche in dieser kulinarischen Einöde, die Sie Nation nennen. Sie kippen flüssige Butter über Popcorn. Sie würden Zucker sogar in die Luft blasen, damit jeder Atemzug schmeckt wie ein Lolli. Und Sie maßen sich an, Mutmaßungen über meine preisgekrönten Rezepte anzustellen? Ist ja Salz. Gut, beruhigen Schämen Sie sich. Sir. Ich hab doch nur gefragt. Mann, kriegen Sie sich mal wieder raus ein. Raus hier! Husch! Husch! Raus, hab ich gesagt! Bewachen Sie ein Tor oder schießen Sie auf Bierdosen, Sie Dummkopf!
Sie sind als Koch verkleidet und können sich im Erdgeschoss des Anwesens frei bewegen. Niemand im Anwesen wird Ihre Tarnung durchschauen. Aber tragen Sie keine sichtbaren Waffen, da diese Verdacht irrt. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder Sie selbst. Das ist mir egal. Lassen Sie eine dieser mobilen Toiletten im Garten aufstellen. Ich riskiere keinen Zwischenfall, indem ich jemanden in das Haus lasse, der nicht von mir persönlich autorisiert wurde. Regeln Sie das. Over. Der neue Assistent des Kochs? Warum wurde ich nicht informiert? Melden Sie sich nach dem Dienst bei meinem Geheimdienst. Weiter, Sir. Haltet die Augen offen, Jungs. Ich muss dringend was mit der Security am Tor besprechen. Jedenfalls ist sie ziemlich mysteriös. So viel steht fest. Was wissen wir über sie? So gut wie gar nichts. Nicht mal der Boss, glaube ich. Aber ich habe neulich einen Blick auf die Akten geworfen, als ich Dienst hatte. Da lag ein Totenkopf-Logo und drunter stand Merkes Letifa. Scheiße, mein Magen muss mich setzen. Nur ganz kurz. Wird schon keiner merken. Haben Sie genügend Punkte? Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte. Und die nächste Freischaltung. Nähere mich der Zielperson. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles, wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran, wenn Sie abdrücken. Thank you.
47. Bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan? 47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst sie 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, nein. Ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Das geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben Sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte. Sie darf nicht werden wie sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Laufen macht Krach und erleichtert es ihren Gegnern, sie zu orten. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren, und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Alle Gegner erledigt. Führen Sie jetzt den Angriff durch. Fügen Sie allen 4 Gegnern tödlichen Schaden zu. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Was machen Sie da? Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich... Deine Mutter ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt! Das hatte ich befürchtet! Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an! Hören Sie, Jane! Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft!
So, da haben wir unseren Auftrag auch abgeschlossen und ich fand es auch richtig cool im Tutorial, wie alles erklärt wird. Also man wird da richtig schön an alle Gameplay-Elemente herangeführt. Es wird einem alles richtig gut erklärt und das finde ich einfach toll. Und da muss ich sagen, sowas finde ich immer richtig gut, wenn Spiele in einem Tutorial einfach alles richtig ausführlich erklären, damit man einfach Bescheid weiß, wie das Spiel funktioniert, wie man es zu spielen hat. Und dann kann man eben, ja, weiß man Bescheid und kann alles so verwenden, wie es vom Spiel vorgesehen ist. Ja, ihr habt dann auch gesehen, hier gibt es wirklich immer wieder Zwischensequenzen, die dann ausführlich die Geschichte weitererzählen. Und die finde ich auch richtig, richtig toll bei Absolution. Und hier ist es halt auch so, dass man wirklich auch wieder sehr viel schleichen muss und das macht ja auch Hitman, oder besser gesagt, das macht die Hitman-Reihe aus. Man muss wirklich sehr viel schleichen und immer aufpassen, wo man als nächstes hingeht. Das Gute ist, dass man dann diese Instinktanzeige hat, wenn man dann sich zum Beispiel verkleidet und die Leute einen eventuell entdecken könnten, dann kann man sich sozusagen ein bisschen, ja, so verhalten, dass die Leute einen nicht sofort sehen und nicht sofort verdächtigen. Das finde ich richtig cool und je nachdem, wie man die Mission dann spielt, schaltet man dann auch neue Sachen frei. Man kann dann auch sehen, wie viele Herausforderungen man für eine Mission schon abgeschlossen hat und die kann man dann immer wieder neu angehen und dann die Herausforderungen machen, die man noch nicht geschafft hat. Wenn man die anderen Herausforderungen dann macht, schaltet man wiederum neue Sachen frei und das finde ich richtig cool gemacht. Das erhöht dann immer auch den Wiederspielwert und gerade das macht Hitman so, ja, so beliebt, weil es eben diesen hohen Wiederspielwert hat. Man hat nicht nur eine Möglichkeit, eine Mission zu beenden, sondern sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und das finde ich richtig toll. Ja, wir werden jetzt schauen, wie es weitergeht mit Agent 47 in Hitman Absolution. Und ihr hört mich dann, klar, wie immer, später im Video nochmal. Sie kennen meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu. Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Korps. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Birdie, früher mal der beste Mann der Agency. Um das Mädchen zu schützen, brauche ich ihn als meine Augen und Ohren. Aber seine Dienste sind nicht billig. Er ist Geschäftsmann. Quid pro quo. Alles hat seinen Preis. Um ihn zu rekrutieren, muss ich zuerst einen Konkurrenten ausschalten. Ob mit Auftrag oder ohne, dieser König von Chinatown muss sterben. Schlitten rumgespielt. Was soll die Scheiße? Thank you.
So, da sind wir auch schon bei der nächsten Mission und ihr habt's gesehen. Ich hab's zwar geschafft, ihn zu erledigen und abzulenken, aber leider wurde ich dann entdeckt. Nur das Gute ist, selbst wenn man hier entdeckt wird in Hitman, dann hat man trotzdem die Möglichkeit, noch die Situation zu entschärfen. Also man kann es auch schaffen, falls man entdeckt wurde, sich zu verstecken oder woanders hinzugehen und dann einfach wieder, ja, nicht mehr aufgefallen zu sein. Und wenn man sich dann wieder verkleidet, dann ist man sozusagen wieder verschwunden. Finde ich richtig cool. Und das ist auch etwas, was ich einfach cool finde, dass es dieses Feature gibt. Denn oft ist es ja so, wenn man in Spielen eine Mission fehlschlägt oder entdeckt wird, dass es eigentlich sofort vorbei ist. Hier wiederum ist es so, man kann sich sogar ergeben und dann in dem Moment, wo man sich ergeben hat, kann man den Gegner dann überwältigen. Das finde ich einfach richtig gut und das ist etwas, das mir persönlich sehr gut gefällt, weil das einen dann nicht sofort so krass unter Druck setzt, dass man wirklich jede Sektion, die man im Level machen muss, perfekt macht, sondern man kann es einfach so machen und selbst wenn was passiert, dann hat man immer noch die Möglichkeit, diese Situation zu entschärfen. Und hier wiederum ist es auch nur eine Möglichkeit von ganz vielen gewesen, die ich hier machen kann. Ja, ich hätte das auch ganz anders machen können. Und es ist ja dann immer noch so, dass man hier auch die Möglichkeiten hat, alles wie ein Unfall aussehen zu lassen. Also das ist alles möglich und das ist immer das, was Hitman auch so ausmacht, wenn man die Dinge so macht, dass es eben nie auffällt und man nie gesehen wird. Ja, wir werden jetzt weiter schauen, wie es weitergeht hier in Hitman Absolution und dann hört ihr mich am Ende des Videos nochmal. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Spiel und wir hören uns dann später. Hier den letzten Donut gekrallt? Hey, dieser Typ. Eine kleine Spende für den alten Sack. Hey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch. Ven acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Na, was führt Sie in mein bescheidenes Heim? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency soll von mir ausspioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das.
77. Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie. Sie dachten nicht wie Sie. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie Sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Burleys Informationen stimmen immer. Ein Waffenhersteller aus dem Mittleren Westen namens Black Dexter ist in Chicago und sucht nach Victoria. Die Agency würde ihre Geheimnisse niemals Außenstehenden anvertrauen. Jemand hat die Information durchsickern lassen. Aber wer? Ich kann niemandem trauen. Ich weiß nur, dass das Mädchen unschuldig ist. Das hat sie nicht verdient. Ich werde in Black Dexter's Suite im Terminus Hotel eindringen. Und die Wahrheit in Erfahrung bringen. Danach entscheide ich über sein Schicksal. So, sind wir auch schon wieder beim nächsten Auftrag und ihr habt es gesehen,
Auch hier ist es mir leider wieder passiert, dass ich entdeckt wurde, aber ich konnte es dann Gott sei Dank noch entschärfen, die Situation. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde Hitman Absolution richtig, richtig toll. Ich mag einfach Hitman sehr, weil es einem so viele Möglichkeiten gibt, diese Aufträge abzuschließen und es noch dazu eine richtig coole Geschichte erzählt. Und ich kann einfach jedem nur empfehlen, wenn ihr Hitman mögt oder wenn ihr solche Schleichspiele mögt, dann holt euch Hitman oder eben die Hitman Absolution oder besser gesagt die Hitman HD Enhanced Edition auf PS4 oder eben ladet euch das Spiel, diese Hitman Season 1, die es gerade für PlayStation Plus gratis gibt, ladet euch das runter, probiert es aus, es ist wirklich richtig, richtig gut gemacht und macht einfach Riesenspaß, solche Spiele zu spielen und die haben einfach einen sehr hohen Wiederspielwert durch diese vielen Möglichkeiten, wie man eine Mission abschließen kann. Und das finde ich einfach richtig gut. Die Hitman HD Enhanced Edition wurde auch richtig schön auf PS4 geupdatet und grafisch aufpoliert. Finde ich richtig toll. Und kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also Hitman ist einfach eine super Reihe, die ich so oft zocken könnte, wie es Teile gibt und ich hoffe, die geht noch richtig lange weiter. Und dann danke ich euch bis hierhin fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich wie immer gerne ein Däumchen nach oben da lassen und ja, danke für euren Support auch immer bei meinen Videos, das freut mich immer sehr und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns wie immer im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster. Kennst du den Kerl? Mann, der hat echt Nerven. Ich hätte ja...